Applaus für eine Größe des deutschen Films. Doris Dörrie zu Gast bei Deutschlandradio Kultur auf der Berlinale. Die wohl bekannteste und renommierteste deutsche Regisseurin spricht im Interview mit Moderatorin Britta Bürger über Gleichberechtigung in der Filmbranche, über ihre Tätigkeit als Schriftstellerin, über ihre Liebe zu Japan und ihren aktuellen Film, der zweite, der genau dort spielt. Grüße aus Fukushima, die Geschichte um eine junge deutsche Helferin und eine Einheimische in der japanischen Katastrophenregion. Gedreht in Schwarz-Weiß, Weltpremiere hier auf der Berlinale. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, eine Geschichte zu erzählen, die einen sehr schweren Anfang hat und die dann aber eine Leichtigkeit entwickelt und einen am Ende auch mit einem leichten Gefühl aus dem Kino entlässt. Auf der Berlinale engagiert sich Doris Dörrie auch für Pro-Quote-Regie. Die Initiative prangert an, dass Regisseurinnen in Deutschland deutlich weniger Aufträge bekämen als ihre männlichen Kollegen. Dass angeblich unterschiedliche Qualität als Argument gegen die Quote angeführt wird. Ja, das ist schon frech, oder? Ja. Ich glaube, da muss man lachen. Einfach lachen und weitermachen. Also man darf sich da nicht zu sehr echauffieren über solche Frechheiten, sondern man muss einfach immer wieder sagen, findet ihr das gerecht? Doch neben den harten Themen kann Doris Dörrie auch ganz menschlich. Wenn sie darüber spricht, wie schwer es ihr manchmal fällt, sich zum Schreiben zu motivieren, dann kennt wohl jeder dieses Gefühl. Doch lieber den Kühlschrank leer zu fressen oder aufzuräumen oder vielleicht schnell mal vor die Tür zu gehen und nicht wieder zurückzukommen an den Schreibtisch. Das ist mein täglich Brot. Viel Gelassenheit und Natürlichkeit strahlt Doris Dörrie aus. Damit weiß sie ihr Publikum zu begeistern. In ihren Filmen auf der Leinwand und hier im Gespräch auf der Bühne. Ich fand das sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ich bin ein großer Kinofan und habe einige von ihren Filmen gesehen und habe sehr genossen und fand, dass sie sehr natürlich rüberkam und sehr unterhaltsam auch ist. Sie ist einfach eine tolle Frau und natürlich und intelligent und sie macht tolles Kino. Ich mag ihre Bücher und deswegen ist es einfach schön, sie mal zu erleben. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Ich fand sie wirklich unkompliziert. Ich fand sie sehr zugewandt und ich war begeistert. Das ganze Gespräch mit Doris Dörrie können Sie am Montag, den 15. Februar hören. Die Sendung im Gespräch im Deutschlandradio Kultur dann ab 9.05 Uhr und danach jederzeit zum Nochmal hören auf deutschlandradiokultur.de.